Bei der Aufgabe sind erstaunlich wenig Sachen gegeben für das, dass wir auf PQ kommen müssen. Was auffällt, sind jetzt mal viele Winkel. Meine Idee ist jetzt hier einfach mal mit Winkeln voranzugehen, denn da kann man ja direkt irgendwelche Sachen ablesen. Also wenn der Winkel 35 Grad hat und der 110, dann muss der da drüben natürlich die Differenz haben. Und alles, was wir in dem Dreieck irgendwie rauskriegen, ist ja relativ geschickt, weil wir ja in dem Dreieck auch eine Größe berechnen müssen. Also QBP, der Winkel hier unten, sind die 110 minus die 35 Grad, gibt 75 Grad. Also gleich mal vermerken, in die Zeichnung mit rein, darf man ja auch in die Angabe reinklecksen. Dann, was ich noch weiß, ist zum Beispiel in diesem Dreieck, die Innenwinkelsumme ist ja 180 Grad. Also wenn ich 60 und 35 Grad abziehe, dann bekomme ich diesen Winkel APB, den hier, sind 85 Grad. Wenn ich den hier habe, ja, weiß nicht, ob man es nicht noch erinnert aus der 6. Klasse, dann kennt man auch den Winkel, denn die beiden zusammen müssen 180 Grad ergeben. Also 180 Grad minus 85 Grad, und dann habe ich auch den 95 Grad. Und wenn ich den Winkel und den Winkel habe, dann kann ich auch den berechnen, nämlich 180 Grad minus 75 minus 95 Grad gibt 10 Grad. Man erkennt schon, das ist nur eine Skizze, was die hier gemacht haben. Also das hat nichts mit Maßstab zu tun, denn das sieht jeder, dass das wohl kein 10 Grad Winkel ist. So, jetzt haben wir erstmal alle Winkel, also da müssen wir schon nichts mehr rechnen, aber es fehlen noch die Größen. Wir haben in diesem einen Dreieck, wo uns nichts interessiert, da haben wir was gegeben. Wir haben diese Größe AB. Was wir aber brauchen, ist eigentlich diese Seite PB, denn das ist die einzige Bindestelle quasi zwischen dem Dreieck und dem Dreieck, und wir müssen irgendwelche Größen in dem Dreieck rausfinden. Also, wir könnten doch jetzt, um die Strecke PB zu berechnen, einfach mal einen Sinussatz aufstellen. Genau. Und zwar Sinus von 85 Grad zu 60 Meter verhält sich wie Sinus 60 Grad zu der Strecke PB. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Also, damit wir auf die andere Seite ins andere Dreieck rüberkommen, suchen wir jetzt einfach BP, und nachdem wir da ja alle Größen haben oder alle Winkel haben, machen wir das eben genauso. Über Kreuz multiplizieren heißt links oben, rechts unten, und das gleiche auch mit dem anderen links unten, rechts oben. Dann habe ich hier nur noch BP mit Sinus 85 Grad zusammen. Das heißt, ich muss diesen rechten Teil noch durch Sinus 85 Grad teilen, und ich habe die Strecke BP. Jetzt bin ich schon mal in dem Dreieck, habe drei Winkel und eine Seite. Das heißt, ich kann hier einfach wieder den Sinussatz aufstellen. Diesmal halt Sinus 10 Grad zu der Seite BP, die ich gegeben habe, und dann Sinus 75 Grad zu der Seite hier oben, die gesucht ist. Wieder über Kreuz multiplizieren. Und dann haben wir auch wieder Sinus 10 Grad noch überflüssigerweise mal bei PQ dran stehen. Und da muss ich das einfach nur noch den Rechtsterm durch Sinus 10 Grad teilen, und ich erhalte PQ. Schon sind wir fertig. Und eine richtig schwere Aufgabe war es nicht. Das Problem dabei ist nur, man muss sich halt mal anfangen, irgendwas zu trauen. Also erstmal rauszulesen, was kann man schnell üben, was kann man schnell berechnen, welche Größen sind schnell gegeben. Und dann purzelt das alles nach und nach, und am Schluss wird man sehen, man hat es gelöst und es war gar kein Stress. Nur, man muss sich halt trauen anzufangen.